sind im Baumodus. Was könnte das bedeuten? Ich baue heute. Aber ich baue etwas ganz Bestimmtes, denn wer das Tiny Living Pack hat, der kennt das vielleicht. Und zwar, wenn ihr hier auf dieses Haus klickt, dann könnt ihr die Grundstücksart ändern. Und zwar zu einem Mini-Haus-Wohngrundstück. Und hier habt ihr dann drei verschiedene Häuser, die ihr auswählen könnt. Und wir machen hier keine halben Sachen. Wir nehmen natürlich das schwierigste und das kleinste Haus. Denn die Zahl hier rechts zeigt an, wie groß das Haus sein soll. Das ist die Anzahl der Fliesen. Die nennen das Fliesen. Ich finde das weird. Das kleinste Haus darf nur 32 Fliesen groß sein. Also, das sind 32 Fliesen. Und das Haus darf maximal so groß sein. Ja, ich habe Angst. Ja, ich habe überhaupt keine Ideen. Ich habe ein bisschen nach Inspiration gesucht, aber man findet da nichts. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist das. Einfach solche Blöcke. Dann vielleicht manchmal sogar, wenn es ganz fancy ist, dann war da so ein Dach noch drauf. Aber sonst echt einfach nur so ein Block. Oder mit solchen Plattformen. Und ich glaube, ihr könnt das schon sehen. Wir sind nicht mehr bei 32 Fliesen. Das heißt, so Plattform oder irgendwie eine Veranda oder was weiß ich, können wir nicht bauen. Wir können auch keinen Garten richtig bauen. Also wir können ein bisschen cheaten, aber einen wirklichen Garten können wir nicht bauen. Und ich würde einfach sagen, ich fange an. Falls es heute ganz, ganz hässlich wird, bitte beleidigt mein Haus nicht. Ich finde halt einfach so einen Block richtig langweilig. Okay, das wäre zum Beispiel auch 32 groß. Aber die Form ist so weird AF. Was mache ich hier? Ich versuche mal ein Dach zu platzieren. Also von der Form so finde ich es nicht schlecht. Also für die 32 Fliesen. Von hinten, ja, von der Seite sieht es auch sehr interessant aus. Aber so an sich, vielleicht doch so. Weil jetzt habe ich auch 32 Fliesen. Eben waren es 30 Fliesen. Ich versuche mal damit zu arbeiten. Also ich habe bei diesen Tiny Häusern auch ein paar Mal sowas gesehen. So, keine Ahnung, wie ich das irgendwie beschreiben soll. Aber so, Wände, Dach und so. Was ist das für ein Video schon wieder? Ist, ja. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht, wenn ich das auch hinten mache. Weil das macht es irgendwie so ein bisschen fancy. Dann ist es nicht nur so ein Block. Ja, ist mal was anderes. Hier hinten kann ich es ja auch machen. Und das Coole daran ist, wir verlieren keine Fliesen dadurch. Ja, ich glaube, das fühle ich, wenn das Dach nicht so rüberhängt. Das sind so Sachen, die mich wirklich triggern. Wieso? Wieso ist es hier... Ne. Das ist ja überall. Oh, ne, ne. Nö, das ignoriere ich jetzt. Die Wände sind zu nackig. Bitte. Also das Haus, was ich hier habe als Inspiration. Das Haus hat so eine Metall... Hä? Was habe ich denn hier gemacht? Oh mein Gott, bin ich dumm. Ja, ich kann das nicht auf beiden Seiten nach vorne ziehen. Hä, was habe ich hier gemacht? So und jetzt so. Hä? Hä, ich bin komplett bescheuert. Also, vielleicht, weil ich erst eine Stunde oder so wach bin. Gut, was ich eigentlich sagen wollte, das Haus hat so eine Metallverkleidung. Und ich weiß nicht, wie ich das finden soll, dass das Haus wie ein Container aussieht. Aber wir versuchen es. Bei den Dachmustern haben wir auch... Nee, das ist nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Haben wir echt nicht dasselbe Metallmuster? Ich glaube, das soll dieselbe Farbe sein. Oder nicht? Ist es mehr so ein Schwarz? Wahrscheinlich schon. Ich kann das doch nicht einfach ignorieren. Wenn hier die Kante weiß ist und hier nicht. Illegal. Illegal. Ja, eine Tür rettet es vielleicht. Irgendwas mit vielen Fenstern. Also, das ist not bad. Wie sieht das hier aus? Passt das zu diesem Vibe? Vielleicht daneben noch Fenster? I do not like. Nee, 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 nee. Okay, dann nehme ich die Tür und wir brauchen mehr Fenster. Ah. Das ist grau. Passt das? Oh, das passt von den Farben her. Oh, es ist perfekt. Es ist einfach perfekt. Was mir fehlt, ist, dass man hier Fenster platzieren kann. Oder dass man sagt, das soll aus Glas sein, das oben. Ja, ich würde das jetzt einfach mal so lassen von außen. Wir können ja Fenster und so später hinzufügen. Und jetzt kommt eigentlich der schwierige Teil, die Inneneinrichtung. Also es muss alles in diesem Haus drin sein, damit wir normal leben und spielen können. Und das wird eine Challenge. Das wird auf jeden Fall eine Challenge. Ich weiß halt gar nicht, womit ich anfange. Vielleicht mit einem Licht. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ja, sieht gleich besser aus. Ich weiß nicht so wirklich. Vielleicht werden wir ein Hochbett benutzen müssen. Nee, also ein Doppelbett auf gar keinen Fall. Geht gar nicht. Nee. Also ich finde das Bett nicht schlecht. Wir brauchen auf jeden Fall auch irgendwo einen Platz für eine Toilette. Vielleicht hier so die Toilette? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Hier könnte eigentlich eine Küche hin. Das ist doch voll die Platzverschwendung, oder? Die Küche vielleicht doch so? Also wir brauchen auf jeden Fall auch so eine Theke, damit die dran sitzen können, ja. Also das sieht an sich ja nicht schlecht aus.
Die Küche ist doch viel zu groß für so einen Raum. Mache ich das Bad ein bisschen größer? Hier dann so eine Tür? Hier ein kleines Sofa und dann hier ein Fernseher? Also, ja. Sieht natürlich sehr weird aus. Aber es wird funktionieren. Ist das Regal im Glas? Ich sehe es nicht. Geht so. Okay. Ja. Ich habe gerade bemerkt, wenn ich das Bad hier habe, ich wollte hinten halt auch Fenster machen. Aber sieht halt ein bisschen komisch aus, wenn da dann das Klo ist. Sieht schon interessant aus. Das sieht natürlich auch sehr komisch aus. Aber ich glaube, das sieht besser aus als das davor. Wir brauchen auch einen Boden. Nehmen wir einen Holzboden? Passt das? Irgendwie, ich weiß nicht. Was ich mich frage, passt hier überhaupt ein Fernseher hin? Hä, ich kann den da nicht drauf platzieren? Hä, wieso? Wieso kann ich keinen Fernseher da platzieren? Ich glaube, so sieht's besser aus. Also mir gefällt. Also das Bad müsste eigentlich so sein, aber das kann ich nicht machen. Naja, ich platziere aber jetzt einfach den Fernseher. Hallo? Boah, 3500. Hä, das kann ich nicht machen. Ich kaufe einfach den und mache den größer. Das ist immer so mein Trick. Okay. Ein sehr schönes Wohnzimmer. Geht sich ein Teppich hier aus? Also ich liebe Teppiche, aber hier... Ne. Ich wollte ja auch eigentlich den Boden ändern. Was ist damit jetzt passiert? Also muss schon irgendwie Stein oder Fliesen sein, glaube ich. Sieht halt echt krass weird aus. Ich finde das eigentlich cool. Ist schon cool, aber passt von der Farbe her gar nicht. Dann wäre jetzt, denke ich mal, das ja. Ja. Is not too bad. Wir brauchen auch auf jeden Fall einen Schreibtisch. Es wäre halt richtig cool, wenn wir so den Schreibtisch platzieren könnten. Und dann halt hier so ein Ding und so. Aber wo kommt dann die Tür zum Badezimmer hin? Sieht es weird aus so? Also, was sieht hier nicht weird aus? Also, die Tür hier wird nicht rausstechen. Ich glaube, das mache ich so. Aber jetzt brauche ich einen schönen Schreibtisch. Ich finde den halt richtig schön. Weil den gibt es auch in den passenden Farben. Sieht schon geil aus. Also, muss ich ehrlich sagen. Und dann noch so einen richtig schönen Stuhl. So einen richtig bequem. Also, ich mag's. Ist vielleicht von den Farben her ein bisschen eintönig für mich. Aber vielleicht rettet's einen Teppich. Ja, der rettet's total. Ja. Das ist ein bisschen groß. Ja, Teppich. Gerade ein bisschen weird. Ich hätte halt gerne irgendwas Modernes, aber auch ein bisschen mit Farbe. Ja, total viel Farbe. Das sieht irgendwie so falsch aus. Ich weiß nicht, wieso. Ich mache einfach mal die Küche weiter. Ein schönes Waschbecken mit einer schönen Aussicht. Wohin kommt der Ofen? Okay, vielleicht platziere ich den Ofen hier. Das wird funktionieren und dann hier so eine Platte. Sieht das besser aus oder sieht das besser aus? Ich lasse es mal so. Also Vorhänge brauchen wir hier nicht. Also ich liebe ja auch solche Sachen. So Hängeschränke. Aber ich kann die nicht auf Glas platzieren. Also ich könnte. Aber realistisch ist was anderes. Deko. Vielleicht so eine Obstschale. Wunderschön. Oh mein Gott. Das kann ich platzieren. Oh ja, das ist schön, das ist schön. Sieht irgendwie komisch aus, wenn es alleine hier so hängt. Aber an sich ist es eine schöne Deko. Also das Haus sieht momentan so von innen aus. Ja. Ich wollte mir das nur kurz angucken. Wir brauchen einen Mülleimer. Also so ein Mülleimer ist nicht schlecht hier, finde ich. Und wir brauchen noch einen in der Küche. Mann, funktioniert nicht. Okidoki, jetzt brauchen wir auf jeden Fall Pflanzen. Aber was für Pflanzen? Eine Palme, die geht eigentlich immer. Aber sieht die da gut aus? Oder vielleicht doch lieber die Pflanze hier und dann den Mülleimer hier. Och, die guckt hier immer durchs Fenster. Ja, nee, so ist gut. Ja, ja, ist gut, ist nicht schlecht. Not bad, not bad. Ich habe gerade bemerkt, das Bad fehlt. Das Bad ist eine Challenge, ja. Ja, die Leute können einem auch jetzt schön zugucken. Also ein PC brauchen wir auf jeden Fall. Oh, wir haben nur noch 1600 Simoleons. Ah, vielleicht auch nicht der teure PC. Vielleicht auch der günstigste. Und ein Bücherregal. Also ein Bücherregal ist schon wichtig. Die Frage ist halt, wo platzieren wir das Bücherregal? Das ist natürlich jetzt die Frage. Wir haben gerade nicht wirklich viel Platz. Also das Bücherregal, das finde ich richtig gut. Hier kann ich noch so Pflanzen platzieren. Oh, das sieht richtig schön aus. Oh, stimmt. Ich habe ja kaum Bilder. Kaum? Ich habe gar keine Bilder. Ich könnte hier ja eigentlich ein Bild platzieren. Ein schönes Bild, bitte. Irgendwie nicht wirklich so das, was ich mir vorgestellt habe. Das Bild kostet einfach 1200 Simoleons. So krass ist es jetzt nicht. Also schön ist es schon, aber
Das Geld. Oh, wie süß ist das denn? Ein Vogelhaus. Oh, how cute. Ah, das passt hier nicht zum Haus. Das passt gar nicht. Schade. Okidoki. Ich glaube, ich bin fertig mit der Einrichtung. Ja, ich habe jetzt hier nichts platziert, aber ja, hier eine Birne und ein Apfel. So, noch Bücher und fertig. Ich finde das Haus von innen wirklich richtig schön. Und ich weiß nicht wieso, aber es sieht so groß aus. Ich dachte, es wird viel kleiner sein und ich werde viel mehr Probleme haben im Platz. Klar, das mit dem Bett ist auch ein bisschen cheaten und so, aber ich finde es einfach richtig, richtig schön. Und es sieht echt nicht so klein aus. Ich glaube, ich würde jetzt von außen noch ein bisschen Pflanzen und so platzieren und dann komme ich wieder. Also, tschüss, bis in einer Sekunde. Also, Pflanzen gibt es wohl doch nicht. Aber ich habe hier so Dinge platziert, damit man eben selber was anpflanzen kann. Und ja, ich habe kein Geld. Ich wollte auch nicht mehr Geld ausgeben. 20.000 Simoleons. Ich gucke mal, wie viel das Haus kostet. Ja, das Haus kostet nicht einmal 18.500 Simoleons. Klar, es ist ein kleines Haus, ist teuer für ein kleines Haus, aber kann man so als Starterhaus benutzen und ich bin richtig zufrieden. Also ich bin echt sehr zufrieden. Ich gucke mir mal das Haus so an. Mike geht auch rein, ist ein bisschen sad, aber wir kommen auch mit rein. Es ist ein richtig cooles Mikrohaus. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Was ist denn mit ihm? Der heult, das ist nicht sein Ernst. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich finde, mir ist das Mikrohaus sehr gut gelungen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Das Haus werde ich natürlich, wie immer, in der Galerie posten. Das Licht ignorieren wir, es schwebt nicht. Ihr bildet euch das nur ein. Ja, ihr könnt das Haus gerne runterladen und vielleicht auch selbst einrichten. Ich habe ja ein paar Packs benutzt. Vielleicht habt ihr nicht alle, die ich benutzt habe. Oder das Handtuch oder der Bademantel ist ein bisschen hoch. Da fehlt eine Wandfarbe. Aha. Gut, dass ich mir das Haus von innen angucke. Ich finde, das war mal eine etwas leichtere Challenge. Aber es ist natürlich auch ein bisschen leichter mit so einem Bett und so. Ich bin eine Palme. Alles klar. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Haus findet. Ob es mir gelungen ist. Ob ihr euch das runterladen würdet oder werdet. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.